Wir sind auf dem Sachsenring, die vierte Saisonstation, auch für die IDM Sidecar. Die schauen wir uns nämlich jetzt an. Sie sehen das, die vierte Saisonstation der Sachsenring. Außerdem gibt es noch beide Superbike-Rennen, beide Supersportrennen, die 125er und auch den Yamaha R6 Dunlop Cup und natürlich auch ein Gewinnspiel. Also es lohnt sich auf jeden Fall, dieses Video zu schauen. Sachsenring, das ist das... Ja, das ist die Station, das ist die Strecke und hier haben wir mal die Übersicht, 10 Linkskurven, 4 Rechtskurven, maximale Breite 20 Meter und die Längsgerade 780 Meter auf diesem 3,6, knapp 3,7 Kilometer langen Kurs. Letztes Jahr Markus Schlosser und Thomas Hofer hier mit dem Sieg vor Kurt Hock und Michael Hildebrandt. Dahinter Mike Boscher und Andy Wolfram. Im Training Kurt Hock und Enrico Becker wieder einsame Spitze, beziehungsweise die konnten sich die Pole Position sichern und zwar mit einer Zeit von 1:28.591 und damit waren sie satte 0,6 Sekunden schneller als Pekka Päivärinta und Adolf Henny. Die beiden haben wir hier im Bild. Zwei Siege, einmal aus der Wertung geflogen aufgrund, ja, unerlaubter Dinge am Motor, so möchte ich das mal bezeichnen, hier Startplatz 2. Mike Roscher und Sven Polchow auf Startplatz 3, also ebenfalls in der ersten Reihe. Vierter Platz, dritter Platz, fünfter Platz, also heißt heute müsste ein zweiter oder ein sechster Platz dazukommen, damit wir diese Reihe vervollständigen können. Also Startplatz 3 für die beiden und Startplatz 4 gab es für Robert Zimmermann und Mike Ziegler zu holen im Training. Die beiden 2,661 Sekunden allerdings schon zurück. 1:31.252 ihre Zeit. Adam Treasure und Andy Wolfram, die standen mit der Startnummer 38 auf Rang 5, fahren erstmals hier zusammen und werden natürlich auch den WM-Lauf am Sachsenring in gut 4 Wochen zusammen hier absolvieren. Die 27, die nächsten Gaststarter, das sind Johann Reuterhold und Agi Alto mit der 27, also hier dabei ein schwedisch-finnisches Gespann auf Startplatz 6. Auf Startplatz 8, also wir haben einen ausgelassen, Michael Grabmüller und Axel Kölsch, die beiden mit dem Kawasaki-Gespann auf der 8. Wir kommen gleich dazu, warum wir jemand ausgelassen haben. Erst nochmal die Übersicht. Und da sehen wir, dass in den ersten drei Startreihen nur insgesamt 7 Gespanne stehen, anstatt 8. Denn da ist zwischen Reuterhold und Alto und Grabmüller-Kölsch eine Riesenlücke. Da hätten eigentlich die beiden Kretzers stehen sollen. Die sind aber im Warm-up relativ heftig abgeflogen und deshalb war hier eine Teilnahme am Rennen nicht möglich. Adrian Kretzer musste ins Krankenhaus gebracht werden, wurde da also gründlich durchgecheckt und auch André Kretzer hatte sich da am Arm bzw. an der Schulter dort irgendwo verletzt gehabt. Also das könnte durchaus auch ein Stück länger dauern. Jetzt schauen wir allerdings erstmal hier auf dieses Rennen auf dem Sachsenring. Insgesamt, Sie sehen es rechts, die Anzeige 17 Runden werden hier zu fahren sein und wir schauen drauf, wer am besten wegkommt. Das ist bei den Sidecars etwas schwieriger, denn die sind natürlich etwas flacher und deshalb werden die gleich alle hinter dem kleinen Hügel hier verschwinden und dann werden wir erst wissen, wer am besten weggekommen ist. Also jetzt geht's los, 17 Runden auf dem Sachsenring, jetzt sind sie alle weg und wer kommt als erstes wieder hoch? Das sind Zimmermann Ziegler, die haben den besten Start hier erwischt vor Pekka Päivärinta und Kurt Hock mit Enrico Becker, wenn ich das richtig gesehen habe, aber Kurt Hock und Enrico Becker konnten da wohl gleich wieder kontern, also Führung erstmal für Zimmermann Ziegler, genauso ist es, Pekka Päivärinta auf der 3, Roscher auf der 4, dann Treasure und dann hatten wir Reuterhold. Also insgesamt sind hier am Start 18 Gespanne und jetzt nochmal der Blick auf den Start aus der Perspektive von Michael Grabmüller und Axel Kölsch. Von Startplatz 8 ins Rennen gegangen. Auch die kommen nicht so schlecht weg, aber natürlich bei den Sidecars, da ist es insgesamt natürlich etwas enger hier gegen die 27 gegen Reuterhold und Alto. Da gab es auch eine leichte Berührung. Die 56, das sind Rutz Refler, die beiden hier im Omega. So, eine Runde haben wir gesehen, damit zählen wir also mal durch. Vorne Kurt Hock und Enrico Becker, dann Pekka Päivärinta und Adolf Henny. Dann Zimmermann Ziegler, Roscher Polchow, Reuterhold, Treasure, Grabmüller, Rutz und Kieser. Das ist die Reihenfolge hier im Moment nach einer Runde. Hier haben wir, müssten Uwe Birk und Manuel Eckert vor den beiden Purchats gewesen sein.
also die alte Reihenfolge im Prinzip wiederhergestellt, dass die beiden Gespanne, nämlich Hock und Päivärinta, letzten Endes wieder an der Spitze fahren. Nur diesmal in umgedrehter Reihenfolge, als wir das bisher in dieser Saison gesehen haben. Achtung, Treasure mit Andy Wolfram gegen Reuterhold und Aalto. Dahinter Grabmüller, Kölsch noch in der Zuschauerrolle. Könnten da also in diesen Kampf im Moment noch nicht eingreifen, aber sind natürlich in Schlagdistanz. Hinten im Feld, da wurde auch ordentlich überholt. Da ging es auch ordentlich zur Sache. Aber wie gesagt, dann doch deutlich langsamer als die Spitze. Das ist ja generell so ein bisschen das Problem, was die Sidecars haben. Dass die Leistungsspanne zu groß ist zwischen den Top-Leuten und den Leuten im Mittelfeld bzw. am Ende des Teilnehmerfeldes. Die 15, das ist Dieter Eilers mit Michael Brudlik, hatten wir gerade gesehen. Also mit diesem silberblauen Gespann. Und hier, das ist schon Kampflinie von Zimmermann-Ziegler gegen Roger Polchow. Dann die nächste Gruppe wird angeführt von Treasure und Grabmüller, auch vorbei jetzt an Reuterhold und Aalto. Hatten wir im Bild, werden wir uns auch gleich nochmal aus der Sicht von Grabmüller Kölsch ansehen. Also hier geht es links den Berg hinauf in Richtung Start und Ziel. Und dann heißt es natürlich ansaugen, in den Schatten dranbleiben. Das Kawasaki Gespann. Rechts daneben dann das Angrenzen auf die erste Kurve. Vorne haben wir Treasure Wolfram. Diese Attacke hat funktioniert und damit geht es einen Platz nach vorne für Grabmüller und Kölsch. So, hinten im Feld haben wir beispielsweise die 4. Und die 4, das ist Bernhard Pichler mit Manfred Wechselberger. Manfred Wechselberger, ja, auch in den vergangenen Jahren eigentlich mit Moser unterwegs gewesen. Und hier gibt es dann also mal dieses Rennen auf dem Sachsenring mit Bernhard Pichler. So, die ersten zwei, dann kommt erstmal, ja, schon lange, lange nichts nach vier Runden. Und dann wieder Kampflinie von Zimmermann-Ziegler gegen Roger Polchow. Roger Polchow an diesem Wochenende wieder. Mike Roger am Nürburgring ja mit Sophia Kirchhofer unterwegs gewesen. Jetzt dann doch wieder mit Sven Polchow. Hier haben wir mit der 42 Christian Ruppert mit Lukas Bernhardt. Die beiden in dieser Saison ja unterwegs zusammen. Waren ja auch schon Ende der letzten Saison dann so unterwegs. So, keine Chance für Pekka Päivärinta und Adolf Henny, dort wirklich richtig nah ran zu schnuppern an Kurtok und Enrico Becker. Und hier die Attacke außenrum, das wird natürlich schwierig und es wird auch nichts. Also Roscher muss erstmal auf Rang 4 bleiben hinter Zimmermann Ziegler. Aber der macht da mächtig Druck, der versucht Mike Ziegler mit seinem Fahrer Robert Zimmermann dort irgendwo mal in den Fehler zu zwingen und dann vielleicht vorbeizugehen. Rotzwefler haben wir hier mit der 56 und wir schauen mal, wer zu diesem Zeitpunkt schon ausgefallen ist. Das ist bisher nur ein Gespann. Josef Sattler und Stefan Trautner vom Polizeisportverein Welz Motorsport mit der 35. Wir hatten sie vorhin mal ganz, ganz kurz im Bild, aber wie gesagt, in Runde 2 war es dann auch vorbei für die beiden. Schade, schade. Immer wieder mit Problemen zu kämpfen, also auch in Oschersleben beispielsweise lief das Ganze für die beiden nicht optimal. Da sind sie auch gleich zu Beginn des Rennens ausgerollt. So, jetzt haben sie es dann doch geschafft. Mike Roscher und Sven Polchow sind vorbeigegangen an Zimmermann Ziegler. Und dahinter dann diese Gruppe hier. Und dann haben wir mit der 18 Uwe Görg und Manuel Eckert, Stefan Kieser und Sandro Micheletto mit der 6, mit diesem türkisenen Gespann. Und wir sind, ja, bei Rennhalbzeit. Fast bei Rennhalbzeit in der 8. von 17 Runden. Und hinten das Tempo dann doch schon etwas langsamer. Dann haben wir das Kentrop und Gerard Dahlhuisen gesehen. Mit diesem ebenfalls blau-silbernen Gespann. Also zusammen in der Gruppe mit Dieter Eilers und Michael Brudlik.
sowie Christian Ruppert und Lukas Bernhardt. Das Gewinnspiel, wie viele Linkskurven hat der Sachsenring A10 oder B4? Einfach eine E-Mail schreiben, wenn Sie es wissen, an diese Adresse und dann bitte dazu schreiben, welche Karten Sie haben wollen. Entweder ein Wochenendticket für den E-Ding-Motorrad Grand Prix von Deutschland oder einmal zwei Wochenendtickets für den nächsten IDM-Lauf auf dem Salzburgring. Einfach mit dazu schreiben, was Sie mehr interessieren würde, und wenn Sie am Sachsenring in 4 Wochen sind zur Motorrad-WM, dann können Sie eben auch einen Lauf zur Seitenwagen-WM sehen. Unter anderem ja mit Pekka Palfrinter, Adolf Henny, den amtierenden Weltmeistern, oder auch mit den Vorjahressiegern Kurt Hock, diesmal allerdings mit Enrico Becker, mit dem etatmäßigen Beifahrer, so möchte ich das mal sagen, im letzten Jahr Enrico Becker ja bei diesem Highlight leider noch verletzt. Und deshalb durfte Michael Hildebrand die Arbeit da hinten drauf leisten und hat das auch sehr, sehr gut gemacht. Und deshalb gab es erstmals wieder einen Sieg eines deutschen Gespanns bei einem Lauf in Deutschland bei der Seitenwagen-WM. Im Kampf um Rang 3 bleibt es spannend und da gesellen sich so langsam aber sicher auch Adam Treasure und Andy Wolfram dazu und dahinter Reuterhold Aalto gegen Rutz Wäfler. Auch das ist mittlerweile eine richtig enge Kiste. Hier haben wir Olivier Porchardt und Priska Porchardt, die beiden, und hier Kentrop gegen Eilers. Dahinter dann Ruppert gewesen mit der 4 Pichler und dann haben wir hier noch das Gespann mit der 16 Tilo Wodzka und Enrico Roig. Und der 17 hatten wir Christian Broche und Fredrik Broche. Die werden also auch gleich von Pekka Palfrinter und Adolf Henny überrundet. Beziehungsweise hier sind sie. Also sind schon überrundet worden. So rum ist es richtig. So, dieses Duell hier, das war wirklich richtig spannend im Kampf um Rang 3. Aber ich verspreche, da kommen noch ein paar andere dazu. Also, da werden es dann insgesamt nicht nur diese zwei Gespanne sein am Ende des Rennens, die um den dritten Platz kämpfen. Also, das verspricht durchaus noch spannend zu werden hier in den letzten, ja, mittlerweile 6,5 Runden. Wir sind in der 11. von insgesamt 17. Ausgefallen Christian Broche und Fredrik Broche in Runde 10. Also, die hatten wir gerade das letzte Mal beim heutigen Rennen im Bild gehabt. Die sind nämlich dann also ausgerollt. So, Pekka Palfrinter und Adolf Hennig müssen genauso durch den Verkehr wie Kurt Hock und Enrico Becker. Das heißt, vielleicht da irgendwo noch eine Chance mal ranzukommen, wieder ein Stückchen näher ranzukommen. Aber im Kampf um den Sieg wird es schwierig. Achtung, was hatten wir hier? Ja, da gab es dann auch wieder die Attacke von Zimmermann Ziegler gegen Roscher, auch im Getümmel der Überrundungen, und das brachte eben auch Adam Treasure und Andy Wolfram wieder näher ran an Rang 3. Also da war eine Menge los. Hier haben wir diese Dreiergruppe jetzt im Bild, sind jetzt ganz, ganz eng zusammengerückt. Adam Treasure, der Australier, ja auch im Rahmen der Seitenwagen-WM mit Andy Wolfram unterwegs. Ich hatte es vorhin schon mal gesagt. Die beiden, das passt ganz gut. Andy Wolfram beispielsweise war nach dem Rennen durchaus zufrieden, hat gesagt, vom Tempo her hat das gepasst. Im Training 5. Was wollten wir denn mehr? Und im Rennen lief es ja bisher auch ganz gut. 5 Runden sind gleich noch zu fahren. Für das Führungsduo. Beziehungsweise jetzt sind es ja nur noch 4 Runden. Kamen ja bei Start und Ziel vorbei. Hier haben wir Kentrop und Dahlhuisen. Also die wechselten auch schön die Positionen mit Eilers und Brudlik. Und Christian Ruppert und Lukas Bernhardt mischten da ebenfalls gut mit. Also auch diese Dreiergruppe war durchaus ansehnlich. Und hier haben wir die richtig spannende Dreiergruppe im Kampf ums Podium, um den letzten verbliebenen Podiumsplatz. Da können Mike Roscher und Sven Polchow im Moment mal ein bisschen durchatmen, denn da sieht es für Zimmermann Ziegler eher so aus, dass sie sich nach hinten orientieren müssen und gegen Adam Treasure und Andy Wolfram kämpfen müssen, dass sie gar nicht noch diesen 4. Platz verlieren. Uwe Görk und Manuel Eckert
im Moment auf Rang 8 unterwegs. Kisa Mechiletto auf der 9 und Burchards. Die beiden sind auf Rang 10. Und dahinter dann diese Gruppe, die wir gerade noch im Bild hatten. Also mit Kentrop, Eilers und Ruppert. Da geht es um die Position 11, 12 und 13. Hier hat sich dann doch wieder ein bisschen auseinandergezerrt. Verbremser, beziehungsweise hat ordentlich mal gequalmt beim Anbremsen bei Mike Roscher. Aber insgesamt kein Problem. Grabmüller, Kölsch sind im Laufe des Rennens wieder hinter Reuterholt und Aalto gefallen. Also bei den beiden ist auch so ein bisschen der Wurm drin, ne, seit Nürburgring. Da mit diesem kleinen Fehler, weiß nicht, ob Sie sich noch dran erinnern, Ausgang der Mercedes Arena, als es in Richtung Mauer ging und man dadurch viel, viel Zeit verlor und auch hier am Wochenende nicht ganz in der Lage, das Tempo der Spitze mitzugehen. Und jetzt gehen wir nochmal auf eine Runde mit Michael Grabmüller und Axel Kölsch. Mal eine komplette Runde auf dem Sachsenring. Und damit hat sich hier mal alleine. Okay, also eine komplette Runde war es dann doch nicht ganz, aber zumindest haben wir mal gesehen, wie das Ganze so aussieht, wenn die Sidecars um die Strecke heizen hier am Sachsenring. Letzte Runde, Kurt Hock und Enrico Becker auf dem Weg oder auf dem Weg zu einem ungefährdeten Sieg hier vor Pekka Paavalinta und Adolf Henny. Und jetzt schauen wir dann also drauf, wie das Ganze hier ausgeht. Wir warten auf die Führenden, wir warten, dass sie dann hier vorbeikommen. Während wir hier noch dieses Duell, da wie gesagt im Kampf um Rang 12 sehen. Und hier im Kampf um Rang 4. Auch das wieder ganz, ganz spannend. Da gibt es nochmal den Versuch von Adam Thrasher, dort vorbeizugehen an Zimmermann Ziegler und vielleicht zumindest mal den vierten Platz zu holen. Der Sieg allerdings geht an das Gespann, was hier auf dem Sachsenring wohl irgendwie jetzt die Siege gepachtet hat. Letztes Jahr im Rahmen der Seitenwagen-WM hier den Lauf gewonnen und jetzt auch den IWM-Lauf gewonnen. Kurt Hock und Enrico Becker, Glückwunsch zum ersten Sieg auf der Strecke in diesem Jahr. Den Sieg in Oschersleben haben sie ja nachträglich sozusagen am grünen Tisch bekommen und damit natürlich in der Meisterschaftswertung die Führung wieder ausgebaut. Gibt ja auch keine Überschneidungen mehr mit der Seitenwagen-WM, von daher bleibt es wirklich bis zum Schluss hier insgesamt spannend. Rang 3 ging am Ende an Mike Roscher und Sven Polchow, also die konnten sich durchsetzen. Rang 5 gab es für Adam Thrasher und Andy Wolfram. Hier haben wir es im Bild, Zimmermann Ziegler, dazwischen auf Rang 4. Dann haben wir auf Rang 6 Johann Reuterholt und Aki Aalto, auf 7 Michael Grabmüller, Axel Kölsch, auf der 8 Uwe Görg, Manuel Eckert, Kieser, Micheletto, Purchard, Ruppert, Kentrop, Eilers und Pichler sowie Wotzka. Das sind die ersten 15 und in der Gesamtwertung, da schauen wir natürlich auch drauf, Kurt Hock und Enrico Becker, also weiterhin vor Becker, Paavalinta und Adolf Henny, dann Roscher, jetzt dritter, Zimmermann, dann haben wir Grabmüller, Görg, Kieser, Burchard, Rutz, Sie sehen es eingeblendet, die ersten 15 der IDM Sidecar. Letztendlich darf die 66 nach vorne vom ADAC Essen Thüringen, die beiden Mike Roscher und Sven Polchow. Diesmal Platz Nummer 2 für die Startnummer 44 aus Finnland und der Schweiz auf der LCR Suzuki. Pekka Paavalinta und Adolf Henny. Ja,
lächelt. Das Einser-Podium oder der Runke-Finne? Das Einser-Podium, das gehört aber dieses Wochenende ganz eindeutig der Startnummer 2 aus Deutschland, Kurt Hartkopf und der Nico. Zum einen Wolfgang Streubel, Geschäftsführer der Sachsenring-Management GmbH und Matthias Rossmers vom ADAC Sachsen Event Management. Die werden also die Pokale überreichen. Nochmal Applaus für Platz Nummer 3, Mike Koscher, Sven Pölcho. Platz Nummer 2, der Mann aus der Schweiz und den Piloten aus Finnland. Euer Applaus für und die Sieger hier erneut am Sachsenring ganz, ganz oben, Kurt Hartkopf, Rico Becker. Und zu Ehren dieser beiden ertönt jetzt die deutsche National. Ganz, ganz kräftigen Applaus.